Hi, da bin ich wieder. Heute bin ich voll kreativ. Ich glaube, heute schon mein vierter Videoblog, den ich mache. Ich arbeite ein wenig so die Sachen auf, die ich geschrieben habe. Mir ist das letzte Mal gesagt worden, ich sollte die doch einmal umsetzen. Ich bin da ganz lustig drin, wenn ich das dann sozusagen auch noch ja, in Wortform fasse und nicht auf Papier bringe oder in dem Fall in meinem Blog veröffentliche. Um was geht es diesmal? Wir haben jetzt dann ja Weltuntergang. So lange ist es nicht mehr hin, Freunde. Ne? 21. No Dezember 2012. Also, Leute, jetzt wird es echt Zeit, dass ihr euren Kram auf die Reihe bringt, weil der Letzte macht das Licht aus und dann gehört der Planet den Kakerlaken. Oder? Naja, bin mir nicht ganz sicher. Also, ich lasse mich jetzt nicht dazu aus, dass das vielleicht der Übersetzungsfehler ist, nicht, dass da am Ende des Kalenders der Mayas, der doch der Mayas oder Azteken, der Azteken am Ende steht, that's all folks, sondern das ist das Ende einer Ära, ja, und nicht jetzt kommt dann der große Crash. Ja, gut, wollte ich gerade sagen, habe ich ja jetzt gerade gesagt gehabt, werde ich mich nicht drüber auslassen. Aber ich habe eine andere Idee gehabt. War vor einiger Zeit mal so ein christlicher amerikanischer Gelehrter, in Anführungszeichen, ne? Der hat gesagt, am 23. Mai oder am 21. Mai, 21. Mai 2011 ist der Weltuntergang. Das hat er berechnet und das ist so. Am Montag drauf war alles beim Alten. Und ich habe mir gedacht, ist das jetzt der Weltuntergang gewesen? Hat sich da nichts verändert? Keine Sturmfluten, keine Blitzvereisung der gesamten Erdoberfläche, kein Meteoriteneinschlag, keine UFOs, keine göttlichen Erscheinungen. Dieser Amerikaner hat dann, nachdem er euch dann nachgefragt hat, so, warte mal, du hast gesagt, am Samstag ist Weltuntergang, heute ist Montag und es ist nichts passiert, hat er dann zugeben müssen, er hat sich verrechnet. Er hat sich verrechnet. Ich habe mich verrechnet. Entschuldigung, kommt nicht wieder vor. Beim nächsten Mal sage ich nichts, dann geht die Welt einfach so unter. Ist ja egal. Ja, auf jeden Fall, der Freund hat also wieder jede Menge andere Idioten total wahnsinnig gemacht mit seinem Schmarrn. Samstag geht die Welt unter, Samstag geht die Welt unter. Ja, seid noch alle schnell die nächsten 24 Stunden schön christlich brav. Missioniert noch ein paar, damit wir nicht so alleine sind im Himmel, ne? Und in der Hölle. Gut, auf jeden Fall, mir ist dann an darauf folgenden Montag eine Idee gekommen. Eigentlich könnte man ja sozusagen eine Wohnstadt für diese Leute eröffnen, also diese Weltuntergangsgläubigen. Da gibt es ja alle möglichen Richtungen, ne? Also die Christen oder christliche Sekten, die wo sagen, dann kommt Armageddon und die amerikanischen Hardcore-Christen, die wo sagen, das Ende ist nah. Ihr wisst schon, das sind die mit dem Schild, ja, also ja, da gibt es ja ganz, ganz interessante Auslegungen, wann der Weltuntergang kommt, für wen er kommt und warum nicht. Auf jeden Fall, für die Leute sollte man sozusagen ein Resort bauen. Also, ja, man kauft ein großes Gelände, irgendwo möglichst abgeschieden, damit die Leute so nicht so viel Kontakt mit der Außenwelt haben und vielleicht andere Leute mit ihrem Schwachsinn anstecken können. Baut da so ein Luxusresort drauf. Und da dürfen die dann wohnen. Ja, die kriegen auch Freizeitgestaltungsprogramme und das nennt man dann Disaster Inn. Ja? Ja, Miete zahlen eigentlich nicht, sondern die kaufen sich ein. Man gibt also alles, was man hat, verkauft man, macht zu Geld, zahlt es dann an, in dem Fall mich, weil ich mache das Ding auf. Und alles, was man bis dahin verdient, weil in der Arbeit gehen müssen die weiterhin schon noch. Also,
Ja, dann auf der faulen Haut liegen, Freunde. Nicht mit mir. Ja, wie gesagt, was man bis dahin verdient, das wird auch eingezahlt. Also man kauft sich ein und hat dann sozusagen noch zusätzliche Benutzungsgebühren zu dem, was man sich gekauft hat. Und dafür gibt es aber dann Kost und Logis frei. Also, ja, ich habe ja kein Problem, wenn sie sie machen lässt, dann kriegen die alle Wasserbetten. Mit Weihwasser, da lässt man dann einen kommen, der dann so im Akkord Betten segnet und sagt, gut lieg, und ja, also in dem Fall good lies oder good lie, Entschuldigung, jetzt war ich wieder bei den Lügen. Ja, und wenn die dann von der Arbeit heimkommen, dann kriegen die sozusagen ihre Bespaßung. Das ist natürlich dann davon abhängig, an was für einen Weltuntergang der glaubt. Derjenige, der zum Beispiel jetzt glaubt, es kommt eine große Flut, für den bieten wir dann Schwimmkurse an. Oder wie baue ich mir aus Treibholz, während ich auf dem sinnflutlichen, den ganzen Weltball umspannenden Meer treibe, ein Floß? Ne? Das ist zum Beispiel für diejenigen, die also an die Sintflut glauben. Oder wer jetzt zum Beispiel darauf glaubt, dass also sich die Erde umstülpt, ja, so wupp, und dann leben wir plötzlich alle in der Höhle, weil es gibt keinen draußen mehr. Die kriegen Bergbaukurse oder ja, Überlebenskurse, ja, also wie unterscheide ich sozusagen Mineralienadern, an denen ich lutschen kann, damit ich also meinen Mineralienbedarf für den Körper decken kann unter der Erde. Und dann gibt es natürlich auch noch die, die an Aliens glauben. Also ihr wisst schon, dann kommen also die Aliens so mit ihren UFOs, holen die ganzen Gläubigen ab. Ja, die werden dann so hochgezuzelt, hochgebeamt und dann verbissen die sich und ja, der Rest bleibt und freut sich, dass die anderen weg sind. Bevor dann irgendwann mal ja, Singularität, schwarzes Loch, das ganze Universum eingesaugt wird. Ja? Für die gibt es dann auch Kurse. Also da haben wir mal überlegt, was zum Beispiel ein guter Kurs wäre. Beispiel 1000 Möglichkeiten, sich gegen Analsonden zu wehren. Oder wie navigiere ich im All ohne die Hilfe von Computern? Oder wie baue ich als der letzte Mensch eine neue Zivilisation auf? Und warte auf den nächsten Weltuntergang. Dann gibt es natürlich auch noch, sagen wir mal, die von der praktischen Sorte, wo sagen, ja, die Welt geht unter, die Zivilisation zerbricht, nächsten Montag gibt es nichts mehr, kein Fernsehen, kein Videorekorder, Autos sind alle nicht mehr fahrfähig, ich brauche jetzt da sozusagen einen MacGyver-Kurs. Ja, da gibt es dann so Kurse wie, wie baue ich mir einen großen Stock und haut ihm dann den anderen auf die Fresse. Der muss aber natürlich dann auch den Kurs belegen, wie baue ich mir den großen Stock. Ja, damit also den Folgekurs, wie haue ich dann dem, der nicht an den Weltuntergang glaubt, auf die Fresse. Oder Fischen mit den Körperteilen, ja, der natürlich sozusagen ein Folgekurs ist auf den Kursus, für was kann ich meinen Zipfel sonst noch gebrauchen, außer zum Bieseln. Ja, das sind so eigentlich die Vorschläge, die ich habe. Ihr könnt jetzt also jederzeit hier unter www.der-exilant.de weitere Vorschläge einreichen. Oder was auch möglich ist, ihr könnt natürlich sofort Anzahlungen leisten aufs Disaster Inn, weil diese Irrenanstalt, dieses Resort für Apokalyptiker, ist glaube ich der politisch korrektere Ausdruck dann, zahlt sie ja nicht von alleine. Ne? Und wie gesagt, also wir bieten echt Service und zum Trinken ist jederzeit da, Essen, also nicht irgendwie Kantinenfutter und so, also wir haben dann schon einen vernünftigen Kurs. Irgendeiner wird sich ja finden da drin, der an den Weltuntergang glaubt und vorher bei Chess Albert ja sozusagen die Suppen angerührt hat. Gut,
das war's dann jetzt. Wie gesagt, ja, also Geld spenden jederzeit. Könnt ihr euch schon mal anmelden, auf die Wiedergabe, auf die Warteliste setzen lassen. Ansonsten, wer jetzt nicht an den Weltuntergang glaubt, wir sehen uns dann auf der Weltuntergangsparty mit anschließender Aftershow-Party. Ja, das war's dann. Ich wünsche euch noch was. Für euch. Servus.